Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Tennis Mastery. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und im heutigen Video machen wir ein paar Übungen für die Koordination, Schnelligkeit und die Kraft. Viel Spaß dabei! Bei der ersten Übung fangen wir direkt an mit der Schnelligkeit und der Koordination. Neben der Seitenauslinie, ungefähr 1 Meter Abstand, bauen wir drei Hütchen auf in drei verschiedenen Farben. Unser Partner bzw. Trainer gibt uns dann die Anweisung, bis zu welchem Hütchen wir laufen sollen. In dieser Perspektive seht ihr das nochmal ganz gut. Wir gehen mit dem Fuß ungefähr bis zu dem Hütchen und bei einem Signal, zum Beispiel Hopp, laufen wir los bis zur anderen Einzelauslinie. Bei der zweiten Übung möchten wir auch wieder die Koordination stärken, und zwar haben wir vier verschiedenfarbige Hütchen, stehen ungefähr 1 Meter entfernt davon, und unser Partner sagt uns immer die Farben an. Danach starten wir wieder mit einem Sprint auf ein akustisches Signal. Je nachdem könnt ihr auch hier wieder Variationen einbauen, zum Beispiel hier mit dem rechten Fuß starten, danach mit dem linken oder sogar während der Durchführung wieder durch ein akustisches Signal, zum Beispiel einen Klatscher, gelb, den Fuß rot, wechseln. Blau, weiß, rot, gelb, weiß. Rot, go. Und rot, blau, weiß, gelb, blau, weiß, rot, weiß, weiß, rot, go. Bei der nächsten Übung arbeiten wir mit dem Medizinball und machen wieder Arm wieder Schläge nach. Unser Partner wirft uns Bälle zu und wir versuchen diese mit dem Medizinball zurückzuspielen. Versucht erstmal die Distanz zwischen euch relativ gering zu halten, und wenn das besser klappt, dann könnt ihr etwas weiter auseinander gehen und etwas fester, sagen wir mal, zuschlagen. Wir probieren das einfach direkt mal aus. Auch hier wieder darauf achten, tiefen Körperschwerpunkt, etwas in die Knie gehen, drehen und dann die Schlagbewegung nachahmen. Am Anfang kann es sein, dass es ein bisschen schwer fällt, den Ball wirklich geradeaus zu eurem Partner zurückzuspielen. Deswegen versucht wirklich, den Ball anzuvisieren und saubere Treffpunkte zu haben. Wirklich lange die Augen auf dem Ball zu haben, damit der Ball wieder geradeaus zu eurem Partner fliegt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren der Übung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.